Na, hier vielleicht mal. Bando! Leute, so etwas. Oh, ey, komm sofort! Und jetzt nochmal das Horn. Würde sich bestimmt wieder weigern, aber. Oh, tut er nicht. Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn? Das haben wir beides nacheinander gemacht. Können wir hier nochmal läuten? Lieber nicht. Okay. Tja. Können die Kerzen vielleicht irgendwie wieder anzünden? Sag, es sieht so aus, als bekennt. Okay, Bodo bekommt eine Standpauke. Wenn die Blumen jetzt mitnehmen. Besser, wo sie bei mir gehen, Blumen hin, sagt ich. Mit dem Mauseloch irgendwas machen. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ich komme mit Spot hier irgendwie. Sieh mal, Spot, hier ist eine Wohnung frei geworden. Dachtest du etwa, du könntest auf ewig bei mir wohnen? Okay, Feuerspot. Ah, vielleicht kann Feuerspot ja. Sekunde, das ist doch eventuell eine Möglichkeit. Während die alle beschäftigt sind dort oben. Und bestimmt einen Feuerspot hier unten die Fabrik wieder anmachen, oder? Oder nicht? Feuerspot. Hierbei kann mir Spot, es hat weder mit Nahrungsaufnahme noch. Spot scheint nicht beeindruckt. Da sieht man mal nicht, dass ich aber doch genug. Spot scheint nicht, da sieht man nicht, dass ich aber doch genug um zu. Tja, wie es aussieht. Weiß ich nicht, was der Sache ist. Wenn wir das ankriegen. Ist der denn schon wieder zurück? Ja, ist er. Reden wir mal Hallo, wieder mit mal. Ihm. Du schon wieder? Vielleicht hat er einen Tipp. Hast du das Nebelhorn geblasen? Ich habe ganz schön Ärger bekommen. Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Aber dieses hier ist kaputt. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Du kannst die Fabrik wieder zum Laufen bringen? Was sind das für Vögel? Oh, ich mag die Yakis. Sie singen so schön laut. Ich habe sogar versucht, ihr Lied auf dem Nebelhorn nachzuspielen. Aber oben hat es ist gut. Er findet es gut, dass sie sich nicht ins Dorf trauen. Sie stören ihn beim Schlafen. Außerdem hat er Angst, das Lied spielen. Dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also.
Verstehe, wir müssen also das Licht der Kerzen ausmachen und dann das Lied spielen. Es tut mir leid, sollte ich dir Probleme bereitet haben. Mach das nie wieder. Okay. Ich kann nichts versprechen. Dann macht er vielleicht die Fabrik an und dann können wir das Tor öffnen. Nicht wahr? Bis später. Ja, aber denk immer wie ich. So, das mit Kerzen ausmachen. Hier ist aus. Und hier hatten wir eigentlich schon. Ich habe da drüben an der Brücke noch welche gesehen, die wieder angezündet wurden. Hier brennt noch ein Lichtlein. Kerzen ausboosten. Ach, okay, die können wir nicht ausboosten. Gehen wir mal hier runter. Machen wir alle Kerzen wieder aus. Das dürfte ja nicht so schwer sein, Kerzen auszupusten. Gute Nacht, Mama. Und hier. Gute Nacht, Mama. Das ist ja schon hier immer noch ein Mast. Können wir ihn vielleicht fällen? Na dann mal los. Super. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? Von einem kleinen Schlag hast du Muskelkater. Alles klar. Okay, jetzt haben wir einen Mast. Es ist ein Must-Have. Ha! Prima Wortwitz hier. Wir hätten die Kerzen hier wieder angemacht. Das ist aber nicht nett. Wenn wir die überhaupt jemals auskriegen, die Kerzen. Mit dem brennt sie auch wieder. Vielleicht geht das ja auch so. Können Sie mal gucken. Die meisten Kerzen sind ja aus. Können wir vielleicht jetzt mal. Ich will es nicht noch weit. Okay, mit Spot vielleicht wieder. Bläst du etwas? Mit Taktstock irgendwie. Eher eine Art. Das Horn benutzt man, indem man so weit reicht, man. Okay. Jetzt haben wir ihn da weg. Können wir vielleicht hier nochmal die Kerzen ausboosten. Ist dann hoffentlich in der Lage zu spielen. Sein, der hat dort unten wieder die Kerzen angemacht. Der Kollege. Der Mönch. Ich will es nicht noch weit. Okay, aber es ist doch schon entstopft. Okay, ich geh mal dort runter gucken, was ist das jetzt hier schon wieder. Hat der jetzt schon wieder Kerzen angezündet oder was? Es ist ja skandalös. Weil hier fertig sind, dann geht's dort drüben weiter.
Das ist eine bestimmte Reihenfolge, in der wir das machen müssen, damit die Kerzen ausbleiben. Gute Nacht, Mama. Na, hier nochmal. Gute Nacht, Mama. Tja, und jetzt haben wir doch bestimmt da schon oben wieder die Kerzen dran. Ist doch skandalös. Jetzt ist er wahrscheinlich auch schon wieder zurück. Können wir wahrscheinlich pusten, so viel wir wollen. Warte mal, ich versuche mal was. Vielleicht ist ja Wasser. Vielleicht können wir hier. Spot hat keine Angst vor Feuer. Er hat vor kaum etwas Angst. Ich glaube, ihm fehlt die Fantasie. Und jetzt hier rein. Das Horn ist jetzt frei, aber ich habe trotzdem nicht genug Puste. Verfluchte Asthma-Lunge. Und wie machen wir das jetzt? Die Kerzen kriegen wir nie wieder aus. Das ist definitiv nicht die Option. Vielleicht einfach mal. Das Horn benutzt man, insoweit reicht. Das kommt wahrscheinlich jetzt immer. Das Horn benutzt soweit. Tja. Lecker Papier. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Wenn du die lustigen Geräusche der Achselhöhle dort zu den richtigen Noten dort in das Horn machen kannst. Das ist neu. Er kann es einfach nicht. Vielleicht. Feuerspot. Ich bezweifle, dass Spot so genug Puste hat, um das Nebelhorn zu blasen. Ja. Zweifle du nur mal. Was machen wir jetzt hier? Tja. Ich kann erstmal die Hose holen. Tu doch was, Spot. Wir müssen Opas Hose retten. Alles muss man alleine machen. Tja. Ich nehme mal Leuten. Vielleicht können wir jetzt hier kommen wir jetzt wieder oben rein. Was bringt uns das? Da haben wir noch ein Rattenloch. Ich komme jetzt an die Ratte ran mit dem Mast vielleicht. Das würde nichts bringen. Die Maus scheint im Moment nicht da zu sein. Okay, und wie locken wir die Maus an? Und wo kriegen wir die her?
ja. Dann müssen wir erstmal Licht anzünden oder was, damit die Maus kommt. Ein Feuerspot. Sei nicht traurig, Spot. Jedes Licht erlischt irgendwann einmal. Okay, die Kerze kann man nicht wieder anzünden. Da gehe ich jetzt lieber nicht. Es sieht so aus. Tja. Okay. Als das Licht an war, war die Maus doch noch da. Im Loch. Ich meine ja. Hätte ich doch dort gesehen. Soll ich hier mal läuten? Ein weiteres Mal. So, und jetzt mal bei Licht hier nochmal rein. In die Hütte. Und jetzt hier die Ratte dahinter ist. Mauseloch. Und hier mal pieksen. Lieber nicht. Das würde nichts bringen. Die Maus scheint im Moment nicht da. Okay. Die Maus ist nicht da. Mal, wo ist die Maus? Wenn sie mal nicht im Loch ist. Im Schrank vielleicht. Da war ja ein Vogel drin, aber. Okay. Käse haben wir ja hier nicht. Vielleicht können wir jetzt gleich nochmal bei dem Stadtbesitzer hier rein. Das wäre noch eine Idee. Vielleicht finden wir dann auch die Ratte drin. Sorry, Maus. Ich bin mal hinauf. Hin und her geirre hier heute. Okay, hier war ein Bär. Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Nein, Ruben würde protestieren. Tja. Oh, oh. Was? Wo? Na sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so... Ach ja, ich hab meine... Hey! Das vergibt niemand. Hey! Das vergibt niemand. So und... Tja, also... Ihm nochmal reden. Achso, wir wollten mit ihm nochmal reden hier. Wir wollten ihm nicht reinschlüpfen, sondern nicht vor der Tür. Wer war... Hallo nochmal. Du schon wieder? Nee, der hat nichts Neues. Bis später. Lass mich in... Mist. Ah, da ist jetzt was drin. Ein Mausloch. Auf diese Weise würde ich die Maus nur verscheuchen.
Aber wie? Ich würde mich auch am liebsten in mein Loch verkriechen. Ja. Ich habe absolut gar keine Idee jetzt, wie ich hier weiterkomme. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Globus, Stuhl, Haustier. Bilder, 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 Bilder. Bär, Uhr. Wenn ich hier schon einbricht, so ein Tant. Sammlerstücke. Okay. Ich frage Ruben später, was ist vorausgesetzt, ich habe bis dahin genug Interesse daran entwickelt. Tja. Wahrscheinlich eine wesentliche Sache, die wir irgendwo wieder übersehen haben. So wie der Hut damals am Anfang. Natürlich am Anfang im ersten Wohnwagen war. Irgendwo liegt hier noch irgendwas rum, was jetzt ganz wichtig ist. Was wir einfach übersehen haben im Dunkeln. Hier nicht die Hose, da kommen wir nicht ran. Vergeblicher Versuch. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro! Okay, vielleicht finden wir noch was, während er weg ist. Vielleicht irgendwas, was ihm unter den Tisch gefallen ist. Wäre eine Idee. Oh, eine Socke. Eine Socke. Sekunde, eine Socke, eine Stinkesocke. Das kann ja eigentlich nicht eine Möglichkeit sein. Das kann doch nicht. Okay. Wir versuchen es trotzdem mal. Die Maus ist ja nur da, wenn er da ist. Die Maus liebt ihn einfach. So, Socke vors Mausloch. Die Maus scheint im Moment nicht da zu sein. Wieso ist sie nicht da? Ah, da ist sie. Yum, yum. Was haben wir denn da? Lecker Käse. Käsegeruch. Ach, du Schande. Und hat sie. Ha, hab ich dich. Maus gefangen. Okay, was machen wir jetzt mit der Maus? Und holt jetzt einfach die Hose. Jetzt unsere Hose, hohe Ratte. Nach der Lösung gerade eben. Das ist so verrückt. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt ausprobiere. Natürlich klappt's. Möchte ich wirklich in einer Welt leben, in der so eine Aktion von Erfolg gekrönt ist? Nein, wirklich nicht. Aber was machen wir jetzt mit der Hose? Da bin ich jetzt auch nicht. Bin ich jetzt auch nicht klüger. Sollen wir das jetzt hier wieder verstopfen oder? Wie ist die da nur? Tja. Jetzt haben wir eine Hose. Schade. Ich dachte schon, ich hätte die Lösung all meiner Probleme gefunden. Aber die Einsatzmöglichkeiten für einen Holzstab sind offenbar doch stark begrenzt. Ich dachte, du machst irgendwie ein Segel draus und...
Das erinnert mich an diesen furchtbaren Sketch, den Opa früher immer aufgeführt hat. Er brauchte dafür einen Taktstock, eine Kerze und etwas Magnesiumpulver. Ich war erst 4 Jahre alt, aber ich weiß noch, wie sehr ich mich immer geschämt habe. Okay. Tja, Bando. Können wir den Stock jetzt vielleicht irgendwie das kaputte Zahnrad reparieren? Schade, ich glaube die ein... Scheinbar nicht. Tja. Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, wenn ich mich recht... Die Ritter verfüttern. Das lege ich hier besser nicht hin. Ich will nicht, dass es in Rubens Sammlung übergeht. Tja. Ratte und Maus vielleicht. Das lege ich hier besser Ratte nicht hin. Ich will nicht, dass es in Rubens Sammlung übergeht. Ja. Ich würde mal sagen, ich mache eine kleine Pause. Eine kleine 10 Minuten Pause. Ich werde auch langsam müde, merke ich gerade. Ich sollte mir mal einen Kaffee machen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Würde ich sagen. Kurze 10 Minuten Pause. Bleibt mal dran. Gleich bin ich wieder da. Es geht gleich weiter. Bis gleich. Einen Kaffee werde ich zwischendrin mal trinken. So, wir verschleichen uns hier nochmal rein. So, Fakt ist ja, also wenn wir jetzt hier durchgehen und versuchen hier reinzugehen, dann wacht der Hund auf und schlägt Alarm und dann wacht Ruben auf. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Mit Angst den Kopf abhacken haben wir leider schon versucht. Ich war so böse. Hat nicht geklappt. Feuerstein den Kopf rammen. Schaufel überziehen. Taktstock dem den Takt ansagen. Die Maus haben wir schon probiert, es passiert nichts. Einfach mal die Hose. Na sicher. Ich lebe noch. Juhu. Wir haben ihm einfach die Hose übers Maul gebunden. Ja, sicher. Das ist, ja. Na, logisch. Okay, jetzt kann ich bellen. Oha. Wo sind wir hier hingeraten? Da hortet dann die ganzen Perlen bei sich im Schlafzimmer. So schaut's aus. Faszinierend. Ups, Vorsicht, da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Können wir den nicht ziehen? Nagel. Mit dem Mast. Den sollte man mal bei Gelegenheit zurück ins Holz schlagen. Aber ich mach das jetzt lieber nicht, ich würde nur ruhen. Okay. Tja. Schauen uns erstmal um und dann hören wir uns den Entwicklerkommentar an. Erstmal umschauen. Ich nehme mir nur eine einzige. Bei dem Haufen wird das ja wohl kaum auffallen. Wow, das ist eine eigene Perle. Ah, okay, verstehe. Das ist das Wertvollste, was ich jemals besessen habe. Das macht Sinn. Jetzt haben wir eine Perle weggenommen. Wenn er dann wieder aufwacht, wird er bemerken, der wird riechen, hat er nur Urin, dass eine Perle fehlt. Dann muss er wieder die Schmiede anfachen und die Perlenfabrik, nicht die Schmiede, eine neue Perle herstellen. Kolossal. Das sind jetzt wohl nur noch 9999 Perlen. Ich sehe kaum einen Unterschied. Und er wird's bemerken, das sage ich. Eine reicht mir. Ich glaube, ich habe die schönste von allen erwischt. Das sind jetzt wohl nur noch... Ich sehe kaum...
Wow. Okay, hier in den Gläsern. Das sind jetzt wohl nur die Silke. Eine reicht, ich glaube. Okay. Das Bett. Wieso quietscht es nur so seltsam?